Hallo, hier ist Michele Meschko. Heute zeige ich dir meine Versuche, Wasser in unterkühltem Zustand zu Hause herzustellen. Das heißt, flüssiges Wasser mit Temperatur unter 0 Grad Celsius, das sich trotzdem nicht in Eis umwandelt. Ich weiß, es gibt schon viele Videos auf YouTube, die zeigen, wie man unterkühltes Wasser in der Tiefkühltruhe vorbereiten kann. Ich konnte aber die Versuchung einfach nicht widerstehen, dieses Experiment zu Hause zu wiederholen, unterkühltes Wasser mit meinen bloßen Augen zu sehen und natürlich das zu filmen und mit dir zu teilen. Bleib dran! Es gibt eigentlich noch eine Motivation für mich, heute über unterkühltes Wasser zu sprechen. Und zwar, ich habe vor, in der Zukunft ein paar Folgen über Wetter zu drehen. Warum gibt es Schnee? Ist Hagel einfach gefrorener Regen oder ist es was anderes? Und so weiter. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Wenn du in einem Flugzeug sitzt, hörst du eine Ankündigung. Die Temperatur draußen ist minus 40, minus 30 Grad, sehr kalt. Wir wissen, dass Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert. Andererseits können wir deutlich aus dem Flugzeugfenster sehen, dass die Wolken nicht gefroren sind. Sie sind auch nicht flüssig. Sie benehmen sich wie Gas, wie Wasserdampf. Und sie sind eigentlich Wasserdampf. In der Tat bestehen Wolken aus unterkühltem Wasser, das viel kälter als 0 Grad Celsius ist, aber trotzdem flüssig bleibt. Wasser in Wolken ist in die Form von kleinen Wassertröpfchen. Die Tröpfchen sind wirklich klein, 4-5 mal kleiner als die typische Haarstärke. Um zu verstehen, wie das überhaupt möglich ist, flüssiges Wasser unter 0 Grad zu kühlen, damit es flüssig bleibt, sprechen wir ein bisschen darüber, wie Phasenübergänge funktionieren. Und danach machen wir ein Experiment, ich verspreche, aber zuerst und am wichtigsten die Theorie. Erstens, warum gibt es für viele Materialien diese drei Zustände? Gas, Flüssigkeit und Festkörper. Hier ist das Phasendiagramm Wassers. Es ist aber ähnlich für andere Materialien auch. Zum Beispiel ist Eisen unter normalen Bedingungen fest, aber wird bei 1500 Grad flüssig und ungefähr bei 3000 Grad gasartig. Die Luft, die wir atmen, besteht zu 70% aus Stickstoff. Stickstoff ist bei Raumtemperatur Gas, aber wird bei minus 196 Grad Celsius flüssig und bei minus 210 Grad Celsius zu einem festen Kristall. Alles ist also relativ. Was wir Menschen normale Bedingungen oder Raumtemperatur nennen, ist nur für uns normal, da wir zu 60% aus flüssigem Wasser bestehen und nur bei diesen Temperaturen überleben können. Warum gibt es immer diese drei Zustände in dieser Reihenfolge? Warum bekommt man bei niedrigen Temperaturen immer einen Kristall oder einen Festkörper? Dann wird es flüssig und bei höheren Temperaturen Gas. Es liegt am Wettbewerb zwischen zwei verschiedenen Energien, der potenziellen Energie und der kinetischen Energie. Die potenzielle Energie ist die Energie, mit der die Atome oder die Moleküle im Material miteinander interagieren. Also die Stärke der Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Man kann sagen, dass die potenzielle Energie ist ungefähr unabhängig von der Temperatur. Die andere Energie ist die kinetische Energie, also wie schnell die Atome oder Moleküle in dem Material sich bewegen. Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich die Atome und deswegen desto höher ist die kinetische Energie. Nehmen wir zwei Extreme. Das erste Extrem. Die kinetische Energie ist viel größer als die potenzielle Energie. Die Atome im Material bewegen sich also so schnell, dass sie keine Zeit zu interagieren haben. Und diese Wechselwirkungen zwischen Atomen kann man einfach ignorieren. In diesem Falle ist das Material im Gaszustand. Die Atome bewegen sich mehr oder weniger so, als ob sie komplett frei wären. Jetzt nehmen wir das Gegenteil an. Die potenzielle Energie ist viel größer als die kinetische Energie. Die Atome bewegen sich also nicht oder fast nicht. In diesem Falle werden die Atome
durch Wechselwirkungen miteinander verbunden, also durch die potenzielle Energie, und wir haben einen Kristall oder einen Festkörper. Dazwischen gibt es den flüssigen Zustand, in dem dieser Wettbewerb zwischen der potenziellen Energie und der kinetischen Energie sehr stark ist. Einerseits gibt es genug kinetische Energie, damit Atome oder Moleküle im Material sich bewegen könnten. Andererseits sind die Wechselwirkungen zwischen den Atomen ziemlich stark, also die Atome bewegen sich nicht frei. Deswegen bleibt das Material eine Flüssigkeit, die viel dichter als ein Gas ist. Wie funktionieren aber die Übergänge zwischen diesen Zuständen? Es ist klar, wenn wir zum Beispiel mit Wasserdampf anfangen und die Temperatur herabsetzen, kriegen wir zuerst Wasser und danach Eis. Aber was genau passiert hier, an diesem Punkt oder an diesem Punkt? Stell dir vor, wir setzen die Temperatur sehr, sehr langsam herab. Und was passiert, wenn wir uns sehr langsam diesem Punkt nähern? Wird der Dampf plötzlich Wasser? Und wie plötzlich? Nach einer Millisekunde, Mikrosekunde, Nanosekunde? Wie schnell? Und wandelt sich alle Dampf plötzlich in Wasser um oder passiert es irgendwie Schritt für Schritt? Das hier, die Dynamik der Phasenübergänge, ist ein faszinierendes Problem der Physik, das noch nicht komplett verstanden wurde. Nehmen wir zum Beispiel ein Gefäß mit Wasser. Die Moleküle bewegen sich bei Raumtemperatur sehr schnell hin und her, aber wir setzen die Temperatur herab. Die Moleküle werden langsamer und langsamer und jetzt erreichen wir den Punkt, wo das Wasser sich in Eis umwandeln soll. Jetzt sitzen alle diese Wassermoleküle im Gefäß und denken, wir müssen einen Eiskristall bilden. Wie machen wir das? Welches Molekül fängt damit an? Kein Molekül will das erste sein. Um einen Kristall zu züchten, braucht man normalerweise einen Kern oder einen Keim, also einen Anfangspunkt. Es kann passieren, dass einige Wassermoleküle zufällig zusammenkommen und ein mikroskopisches Stück Eis bilden. Dann können sich andere Wassermoleküle daran anheften und der Kristall kann wachsen. Die andere Möglichkeit, einen Kristall zu züchten, ist den Molekülen eine Möglichkeit zu geben, sich an etwas zu befestigen. In Wasser gibt es normalerweise viele sehr kleine Fremdkörper. Staubpartikel, Salzpartikel, Rauchhalten an der Wand des Gefäßes und solche Sachen. Diese Defekte können als Kristallisationskerne oder Kristallisationskeime dienen. Wenn es so ein Partikel im Wasser gibt, befestigen sich zuerst die Wassermoleküle an diesem Keim und dann kann der Kristall Schritt für Schritt wachsen. Wenn reines Wasser in der Tiefkühltruhe lang genug bleibt, wandelt es sich bestimmt in Eis um. Das ist einfach die Frage der Wahrscheinlichkeit. Je länger es dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige Wassermoleküle irgendeine Verunreinigung in Wasser finden, sogar im reinsten Wasser, oder einfach miteinander stoßen und dann beginnt der Eiskristall zu wachsen. Es gibt aber ein bestimmtes Regime, in dem das Wasser schon unter 0 Grad Celsius ist, aber die Eiskristalle noch nicht gebildet hat. Jetzt machen wir endlich das Experiment. Im Internet wird das Fiji-Wasser empfohlen. Für diese Werbung werde ich leider noch nicht. Diese Flaschen sind im Durchschnitt quadratischer, was für uns gut ist, die rollen nicht in der Tiefkühltruhe. Es hat ein bisschen gedauert. Bei mir hat es vielleicht 20, 30 Flaschen gedauert, bis ich unterkühltes Wasser in der Tiefkühltruhe herzustellen könnte. In meinem Fall war die Tiefkühltruhe bei minus 20 Grad. Mein Ziel war, so uniform wie möglich diese Wasserflaschen zu kühlen. Nach ungefähr 2 Stunden in der Tiefkühltruhe ist das Wasser noch flüssig. Das kann man deutlich sehen. Wenn wir jetzt die Flasche stoßen, kreieren wir eine kleine Schockwelle, die bringt die Wassermoleküle zusammen und sie bilden einen Eiskristall. Dann bekommen wir eine Flasche voller Eis innerhalb einer Sekunde. Faszinierend, oder?
Es ist sogar ziemlich schwierig, die Flaschen aus der Tiefkühltruhe zu holen, ohne sie zu schütteln. In unterkühltes Wasser kann man auch einen Eiswürfel dazugeben, dann wird das Wasser auch plötzlich fest. In diesem Fall dient der Eiswürfel als Kristallisationskern oder Kristallisationskeim, auf dem ein Eiskristall wachsen kann. Man kann sehen, wie Eis darauf wächst. Man kann das auch umgekehrt machen. Wenn wir unterkühltes Wasser auf den Eiswürfel gießen, wächst Eis darauf. Es ist schon mehrmals beim Experimentieren passiert, dass es ein paar Eiskristalle auf dem Flaschenhals gab und dann wandelt sich die ganze Flasche Wasser schon beim Gießen in Eis um. Was fasziniert mich wirklich ist, dass was wir hier beobachten, ist den Phasenübergang und wir beobachten diesen Phasenübergang in echter Zeit, also Real-Time Dynamics des Phasenübergangs. Was interessant wäre, ist diesen Prozess von innen zu sehen, aus der Sicht des Wassers oder aus der Sicht des Eiswürfels. Und das können wir auch machen. Hier habe ich eine kleine GoPro-Kamera. Schau mal, wie das aussieht. Ups, ich habe meine Kamera eingefroren. Passiert. Das ist, wie dieser Phasenübergang zwischen Eis und Wasser von innen aussieht. Hier ist das, was das Wasser sieht, und hier ist das, was der Eiswürfel sieht. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, du genießt diesen Sommer. Wenn es dir gelingt, unterkühltes Wasser zu Hause herzustellen, schreib mir in die Kommentare. Und auch andere Fragen, Beschwerden, Kommentare, schreibt mir in die Kommentare bitte. Schreibt mir Kommentare in die Kommentare, kann man das sagen? Bis zum nächsten Mal.